Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Das Ding mache ich jetzt mal aus. Ja. Wie sieht denn das aus? Ich hätte es anlassen sollen, dass man sehen kann. Ist das hoch genug? Oder ist es zu hoch? Oder. Das ist, ja. Noch könnten wir es ändern. Es wäre zwar fies, wieder abzubauen, aber noch könnten wir es in der Höhe ändern. Zap, 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 zap. So, das ist Größe Gasthaus. Das ist dann fast der Turm. Kommt noch ein Stück drauf, aber fast der Turm. Das passt im Größenverhältnis, oder? Wenn man das jetzt mal so guckt. Müsste an und für sich hinhauen. Wäre nicht, glaube ich, nicht unbedingt tragisch, wenn es noch was höher wäre. Aber das kommt drauf an, wie das Dach ist. Ich sag mal, das geht. Behaupte ich jetzt mal in meinem nicht mehr ganz so jugendlichen Leicht. Obwohl, wenn man bedenkt, dass der auch später losgeht. Ja, nee, wir lassen das jetzt so. Das wird halt an das angepasst. Fertig. Genau, fertig. Tschö. Ja. Ja. Haben wir noch genug Erde, um nochmal hochzukommen? Das wird, glaube ich, ein bisschen. Ach ne. Ba, 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 ba. So. Was für ein Ausblick. Es ist, ja. Bisschen nebelig am Horizont, aber vor allem ist der so abgeschnitten. Aber ja, wo fehlt denn die eine Lampe jetzt noch? Ach, hier, direkt hinter mir. Okay. Zack. So, dann müssen wir. Was? So, 2, 3, 4. Zop, zop. Zop, zop. So. Ich bin die ganze Zeit im Korkschen, ne? Also in Hocke. Dup, dup. Dup, dup. Weil hinter mir Loch. Ich möchte da nicht unfreiwillig runter. Oh, welche Richtung lassen wir es denn laufen? So rechts rum, ne? Würde ich sagen. Das heißt, der bleibt auf 1, der kommt auf 2, der kommt auf 3, der kommt auf 4. Dann kommt hier einer hin, der kommt auch auf 4. Kommen die auf 1 und 2. Der auf 3, der auf 4. Kommt hier einer hin, der kommt auch auf 4. Und dann aber wieder. Ne, der war ja auf 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Ja, wir hatten 2 zu viel gemacht. Ich weiß. Ich weiß. Und jetzt Lücken füllen. Ja. Kann man komplett ausfüllen.
Dann hoffe ich, dass das Ganze auch funktioniert. Das ist ewig her, dass ich das mal gemacht habe. Und das ist nicht bei dem Leuchtturm, von dem ich erzählt habe vor 2, 3 Folgen. Ja, das wäre eigentlich schon die Schaltung. Popelig, oder? Haben wir keinen Cobblestone? Jetzt sag mir nicht, ich habe keinen Cobblestone. Doch, muss gerade sagen. Weil wir brauchen, obwohl es könnte auch ein Knopf sein. Machen wir einen Knopf, komm. Pop. Wobei den sieht man jetzt auf dem Stein gar nicht wirklich, ne? Ist egal. So. Zack, Start. Ja, läuft doch super rund, oder? Ich kann es jetzt natürlich schlecht zeigen, weil ich immer in einer Richtung im Weg stehe. Aber wenn wir unten sind, sehen wir es. Sprucewood? Sprucewood. Und wir machen jetzt einfach mal. Hier mit die Ecken dicht. Ob das so bleibt, keine Ahnung. Also, dass das noch funktioniert, ist okay. Die Frage ist, bleibt es auch immer an, wenn der Chunk mal nicht mehr geladen wird? Da gab es früher schon hin und wieder Probleme. Dass man den Knopf nicht sieht, ist kacke. Ich tausche den aus. Ich tausche den Knopf aus. Pop. Hallo, gehst du mal wieder da dran? So. Ne, falls es aus irgendeinem Grund mal ausgegangen ist, haut man nur auf den Knopf dann jeden wieder an. So. Hoppa. Dann mal runter. Das könnte ich eigentlich, warte, mit dem machen. Aha. Aha. Wie praktisch. So. Wie füllen wir das jetzt mit Turm auf? Ja, erstmal gucken. Ne, erstmal gucken. Erstmal gucken. Sollen wir unser Scheinturm wieder anmachen? Ja, auf der Seite ist er ja einigermaßen richtig, ne? Ja, weil die Abmessungen stimmen ja nicht. Der baut ja einen etwas anderen Kreis als wir. Sogar um eins größer. Warum eigentlich? Ach so, weil der ein 15er Diagonale hat. Und nicht 14. Jetzt stört das. Ich hätte das nicht anmachen sollen, das stört. Guck mal von da. Hoppa! Papa. Ja, von hier stört. Man müsste es jetzt vom Meer aus gucken, weil der Scheinturm jetzt nicht korrekt steht. Aber ist okay, ne? Ich glaube, höher dürfte er auch gar nicht, weil sonst müsste man nämlich die Lampen breiter machen. Und das wiederum ist etwas heikel. Da müsste man nämlich diese Schaltung, die jetzt da ist, noch ein zweites Mal machen und exakt gleichzeitig starten. Damit das zum Beispiel 5 sauber läuft. 5 wäre schwer. 6. Und dann sieht es auch komisch aus. Also das wäre eine Herausforderung. Naja, es passt schon. Würde ich mal sagen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie wird der Turm? Wie bauen wir den? Oh Gott, warum habe ich mir sowas vorgenommen? Warum? Warum tue ich sowas? Ich habe keine Ahnung. Ah, ja, ja. Na gut, na gut, na gut. So, zack, ich kann mal wieder ausmachen. Ich fürchte, wir sollten jetzt wirklich erstmal
zumindest aufschütten. Wäre, glaube ich, geschickt. Wäre, glaube ich, geschickt, das jetzt aufzuschütten. Wird das schon dunkel? Ernsthaft? Was? Ja, ist in Ordnung. Aber dann sieht man... Aha! Komm, wir gehen mal darüber. Wir brauchen eh Erde zum Auffüllen. Sehen wir es im Dunkeln vom Gasthaus aus. Oder von da hinten aus. Es wird ja relativ schnell dunkel. La 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 la. Weil wir müssen ja einen kleinen Umweg laufen, da wir keine Brücke haben. Hahaha. Super. Kleiner Umweg ist gut. Und es wird verdammt schnell scheiße dunkel. Das ist auch hart. So. Das ist okay. Und das sieht geil aus. Im Moment sieht es aus wie ein UFO, oder? Die Aliens greifen an. Sie kommen! Sie kommen uns zu holen! Das sieht echt cool aus im Moment. Wenn man sich jetzt einen richtig geilen Turm da vorstellt, ne? So. Ja, und noch so einen Hut da drauf. Ich habe keine Ahnung, wie er sein soll, aber wir stellen uns jetzt mal einen richtig geilen Turm vor, dann sieht das echt super aus. Cool. Und ist auch vom Größenverhältnis, würde ich sagen, okay. Könnte vielleicht sogar wirklich noch einen Tick höher, aber es ist okay. Jetzt darf nur der Turm nicht zu wuchtig werden. Schön. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Bis jetzt. Ich habe nur keine Ahnung, wie man es weitermacht. Und das hier ist echt die Luxus-Suite. Damit hast du nämlich den Ausblick auf diesen Turm. Wahnsinn. Ja, vom Essen sieht man es nicht. Aber von hier. Okay. Bis morgen.